Äthiopia, Litauen, Bengalen und Gujarat. Okay. Lucky Luke. Lucky Luke. Na, schauen wir doch mal, dass er nicht lucky ist. Der Typ, der schneller schießt als sein Schatten. Und jetzt zahlt man. Wie geht's denn das Zahl da? Nee. Ah, jetzt ist der Witz vorbei. Schade. Hab ich nicht hinkriegt. Weißt du, dieses Kinderhilfe oder wie heißt das? Was? Wennst. Unterhalt, Kinderunterhalt, so. Der kam jetzt nicht. Gerade richtig gesehen, dass die. Sag ich ja, war zu spät. Ich hab gemeint, er schießt schneller als Schatten, deswegen zahle jetzt Kinderunterhalt. Ich weiß, war nicht. Ich hab nicht gehört, dass er gut war. Ah, da sind sie doch. سلام چوپور آری شکارچی سلام آماده شکارچی آماده معمار معمار Ich glaube, gegen Lucky Luke haben wir schon mal gespielt, oder? Echt? Ich meine, ja. Okay, war das gut oder schlecht? Ich glaube, die waren gut. Oh ja. Na, wir werden sehen. Hey. Okay. شکارچی آماده حلوف جمع کن آری شکارچی سلام خب فونکشنیت چیز نیست میکنم
آری شکارچی علوف جمع کن آری معمار آماده علوف جمع کن سلام علوف جمع کن آماده سلام علوف جمع کن آری میکنم آری چوب آماده معمار کاهز اف مینا ساعت سلام شکارچی آماده علوف جمع کن سپنگاره Jawohl. Nutzen. Der Blaube nicht. Mhm. Ach so, das ist die Front. Wobei ich meine Dinge am besten hin, ganz ehrlich, meine Schießanlagen. Euch da drüben. Salon. Okay, Blau ist schon ein bisschen delayed. Achtung, da ist ein Scout. Wir müssen natürlich wieder zwei verschiedene Scharfschlachten, ne? Das ist, das muss einfach sein. Boah, ich stehe in Town Center Range und er hat es zum Glück auch nicht checkt. Ja, der geht auf der Double Archer Range. Naja, das war eh offensichtlich, dass ein Double Archer Range ist. Da, ich habe auch schon Memo. Zwei Archer. Salon, Memor. Salon, Memor, Memor. Achtung, 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 geht zurück, geht zurück, geht zurück. Ori. Ori. Memor. Ja, zieh kurz zurück, du hast zwei, drei Archer da. Salon, Memor. Nicht so viel Sinn. Dann probieren wir es halt noch einmal, dass wir ein bisschen vorschauen. Anubis? Ja. Schauen wir mal ein bisschen noch. Anubis ist bei mir auf der Seite, oder bin ich blöd? Ich bin hier rechts, ne? Oder was? Ja, okay, zurück, geht zurück, geht zurück, geht zurück, geht zurück, 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 zurück. Lass uns mal ein bisschen vorgehen, Anubis. Jo. Vorne auf das Gold drauf. Okay, spiel mal ein bisschen defensiv. Ich glaube, der hat mehr als ich. Alter, meine rechte Seite ist so offen. Da ist ein Spear, schießt du ein Spear weg? Ich mach den nächsten Down. Ja, sie kommen.
Achtung, du bist im Towncenter. Ich weiß. Ich hab aber Warum nein? Ich bin so dumm! Achtung, du verlierst viel zu viele Scouts. Ja, ich weiß! Ich bin du. Da! Nicht du! Sehr gut, da oben schon campen. Lass bei dir. Geh mal weg. Die sind am Heal oben. Das ist ganz schlecht. Schau mal einfach, dass wir meine Base ein bisschen treffen. Das reicht. Deine Calls sollten zu mir gehen, wenn du was gehe ich davon aus, dass. Ich hab Villager gekillt in seinem Holz. Schieß hier mal was ab, genau. Stell dich ruhig näher dran. Achso, der Team spielt nicht bei mir, ja, nein, ich hab. Nein, immer noch nicht. Ah, Panik. Echt, ich hab das schon wieder nicht mitgekriegt, dass das war. Ach Gott, Entschuldigung, Daniel, tut mir leid. Ja, alles gut. Wir haben Blau richtig gut gelaned, der ist richtig weit hinten. Und seine Pocket ist halt auch irgendwo, ne? Ah, hier ist seine Pocket. Ja, Schau rein, dass du hochkommst, weil ich glaube, sie schauen auch, dass sie hochkommen. Ja, mein Markt ist noch nicht fertig. Ich brauche aber allgemein noch ein bisschen. Ich habe Castle Edge geklickt. Okay, du hast keine Upgrades drauf. Okay, das heißt, wir sollten wahrscheinlich nicht viel kämpfen, weil ich habe die Befürchtung, dass deine vielleicht Upgrades haben. Okay, ich gehe zurück, weil ich nicht, dass man der hinten reinkracht auf einmal. Habe ich da ein Loch? Ich meine, er hatte keine Upgrades aus seinem. Gut, das ist auch der graue, der Scout. Memor. آماده کنم میمار صحیح کنم میمار سلام Wie lange brauchst du noch bis Castle Edge? Ich mach jetzt gleich schon Feuer, damit ich hoch. Also schon Karolett halt. Amade. Gleich, ne? Ich bin hoch. Salam. Memor. Memor. Dann pushe ich jetzt auch ein bisschen vor. Kommt Leute, 30 Nahrung, das ist doch nicht euer Ernst. Dankeschön. Ich habe jetzt auch hochgeklickt. Das ist der andere, oder? Das ist von unserer Seite. Ja. Okay, vielleicht sollten wir zurückgehen. Ja, jetzt ist es zurück. Vielleicht gegen die Scouts noch. Ja, okay. Lass sie auf dem Hügel sammeln, vielleicht. Ja. Geh auf die Camels. Ja, mach ich. Salam, Memor.
So, ich def jetzt, bis ich meine TCs oben hab. Okay, der hat schon Ritter da. Das heißt, du musst aufpassen vor seinen Archern. Lass es mal. So. Ach, bist du immer noch nicht oben? Achso, du warst nicht. Ballistics. Ich bin oben, ich hab jetzt. Ah, ich hab jetzt was. Warte, warte, da oben sind's. Salam, Memo, Ori, Memo. Salam, Memo. Oh, mein Gott. Ohne Ballistics. Beim Grün nochmal in der Eco. Dann kommst du aus. Wie viele Upgrades? Viele Upgrades hast du? Alles wird auf das letzte Offensiv. Okay, das ist nicht so tragisch. Wir müssen mal ein bisschen vorgehen. Vielleicht von der rechten Seite. Ist auf dem Weg. Lass uns nochmal Tauchwatch machen. Wieso? Ja, ja, bin gerade dabei. Weil ich Ballistik habe, bin ich voll abgeholt auf dem. Memo. Salon. Memo. Memo. Hurry to board. Irgendwer lag. Willst du wieder ein bisschen versuchen zum Vorgehen? Mal schauen, ja, wie viele Ritter der hat. Also gegebenenfalls... Wir rücken näher ran, näher ran, dass du die Wills dahinter auch kriegst. Ah, shit. Geh du zurück. Okay, ich push vor vielleicht. Genau, schießt die Archer ab. Oh, ich komme in seine Woodline, ich kriege seine Woodline. Zwei Wills, drei Wills, vier Wills, fünf Wills, sechs Wills. Ah, Grau ist auch bei dir, scheiße, dann komme ich auch zurück. Das habe ich nicht gesehen. Wo komme ich denn jetzt? Ah, Iron. Achso, oh ja, sie sind ja da. Gott, sind meine Units zu. Ich hab fucking so langsam. So viel, also, Wills ist. Blau ist richtig wild. Blau ist richtig, richtig hinten. Mhm. Ja, okay, wir können sie treffen. Ich geh durch zu Grün, ja? Ja. Omode. Salon. Omode. Salon. Iron, nur zur Info, da hinten sind Units. Engage mal, Daniel, ich schau, dass ich da rüber komm. Ja, 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 ja. Ich geh drauf. In den Hügel. Ja, ich will nicht zu weit vor wegen den Rittern. Achtung, Anubis! Steht! Oh ja, steht! Okay. Immer möglichst patrouillieren. Ich glaube, wir gewinnen es, Daniel. Kann gut sein, ja. Memo.
Ja, wir clearen alles. Ja, sehr stark. Da kommen noch Reinforcements nach. Sehr stark. Und viel hast du nicht verloren, oder? Ja, doch, schon einiges, aber... Na, Villager meine ich jetzt, nicht Militär. Ach so, Wild, nee. Nein, Militär ist egal, was du verloren hast. Überspitzt formuliert. Achtung! So, da können wir jetzt gehen wir in die Offensive. Jawohl. Ah, diese Achtung. Ja, ich war schlecht. Verkackt. Iron, du musst nicht mehr so viel bei uns helfen, das weißt du, das eine, wo wir gesagt haben, du musst aufpassen. Ja, wollen wir vielleicht doch lieber ein bisschen defensiv bleiben und ja, okay. Und einfach hochklicken. Dann kann ich. Ich brauche nur das Gebäude, dann kann ich wahrscheinlich hochdrücken. Ich bin oben. Ja, ich bin auch oben. Blau dürfte eigentlich nicht möglich, ist ein Lager gewesen sein. Ich geh nochmal ein bisschen poken mit meiner Range, okay? Ich versuch's nochmal. Ja. Da kommt ein Castle. Ja, die können wir nicht aufwehren, die sind zu viel da. Ja. Ich bin hier auch schon auf. Auf Stone. Ich schau, dass ich da drüben Stonewall. Mhm. Achtung, die Wills. Vielleicht kannst du die irgendwie snipen. Oder ich probiere die mal zu erwischen. Na, verlass es, das ist nicht so gefährlich. Ich baue einen Siege Workshop. Ja, hat schon dann. Ich bin auch auf dem Weg hoch jetzt. Okay. Habt ihr ein bisschen Nahrung, dann könnt ihr auch hochklicken. Ja, PC. Ah, perfekt. Daniels Castle müssen wir beschützen, dass wir nicht hochkriegen. Okay, der ist auch schon imp. Also, wollen wir rein, Iron? Ja, auf jeden Fall. Hier durch oder unten? Direkt vorne drauf, würde ich sagen. Einfach drauf. Oh, guck mal da.
Direkt vor dir, direkt vor dir. Achtung, deine Wind. Rein in das Kastel rein. Könnt ihr bitte Merkmarket spawnen? Ich würde dann gerne schon Trade Memo vorbereiten. Memo. Ich hab massive Lags. Ach, deine, deine, deine. Achtung, deine Mann, deine Mann, deine Mann. Okay, sie wollen meinen, sie kriegen meine Traps. Na, was machst du, deine, bitte? Scheiße. Fuck. Sie haben jetzt nämlich meine Traps gekriegt und das ist Morgana. Ja, ich hab's auf die falsche Seite gesetzt. Die Kavallerie ist alles clear. Ja, das ist leider verliere ich das Castle trotzdem. Du hast keinen Stein für ein Castle, oder? Kann dir was schicken. Ich mach den Schauer mit meinem Arbeiter. Das ist nicht mehr gewesen. Memo. Ori. Amade. Memo. Salon. Memo. Memo. Evakuiert deine Memo, wenn du willst. Ich hab noch Paladin geklickt. Also wir machen blaues tot. Blaues tot. Ja, dann pusht's bitte, wir versuchen zum Halten. Ja. Den Vorteil, was ich habe jetzt Warwolf Sven, und das heißt, ich kann seine BBC Traps bauen? Snipen. Was? BBC Sven jetzt perfekt. Kannst du die Ramme wegkriegen, Daniel? Die Ramme. Ja. Okay, Siege. Aber ich baue hier eine Burg, dann habe ich Siege. Weißt du, wir können da drauf gehen irgendwie? Na, also ja, ja, vielleicht. Aber schau, dass wir immer unterm Castle kämpfen. Schau, das Ding ist, ich bin in Treppor durch die Warwolf-Trap. Ich habe 100% Trefferchance auf die Traps. Ich hab auch immer. Ja. Das ist auch ganz gut. Memo. Märkte stehen bei mir ganz unten links. Sehr gut, ich. Was? Ja, GG. Ja. Wir hätten jetzt das Castle pushen können, nämlich das hätte ich jetzt gemacht. Ja. Selbst. Sehr und schön. Diesmal hätten wir es auch gekriegt. Sie haben alles verloren auf ihrer Seite. Good job. Haben wir gut gemacht, Daniel. Guck mal, blau ist noch nicht Imperial Edge geworden. Gekommen, wie auch immer. Okay, ich habe meinen Trade eh nicht mehr braucht, aber das ist so, ich habe nicht keine Goldgräber mehr gehabt und nicht mehr gewusst, wo noch Gold ist. Ja, ich bin jetzt auch mit Wills über die gesamte Karte mit Outpost ständig gelaufen, um zu gucken, ob ich irgendwo noch was finde. An einer Stelle habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen was gefunden. Ich habe noch 2 Gold vor mir. Ja, ich habe da ja links neben deiner Basis so ein bisschen. Ja, ja, ich habe es gesehen mit der Klasse, ja. Dann habe ich unterhalb von mir noch ein bisschen was gefunden. Aber ja, ich hätte jetzt auch einen Trade gebraucht. Das waren sogar litauische Schewas. 1400, also da 5. Okay. Ich glaube, das One vs. One Ranking vom Grünen stimmt auch nicht, dass er nur 870 hat. Das wäre ein bisschen gar wenig. Bei 12-20 hat er eh Teamgame.
Na, das passt nicht so hundertprozentig zusammen. Nein, er hat einfach schon lange nicht mehr gespielt. War auch nicht gut, muss man so sagen. Ja, aber er hat auch schon lange nicht mehr gespielt. Kein 800er, das glaube ich nicht, aber der war jetzt auch wirklich nicht. Ja, das Ekelhafte ist halt, wenn du mit Camels gegen Crossbows spielen musst. Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich unangenehm. Vor allem, wenn es halt auch noch Eto-Crossbows sind. Und dann hat er halt noch versucht, ein paar Shivamshas dazu zu machen und die schnetzel ich dann natürlich wieder weg. Mhm. Und ich kann im Unterschied zu ihm einen Mix spielen aus Knights und Camels. Und Camels konnte ich halt wiederum relativ safe spielen, weil wir wussten, dass Blau ziemlich tot ist und für längere Zeit erstmal keine Gefahr mehr darstellen dürfte. Ja, natürlich, das hilft dann. Ja, das habt ihr drüben gut gemacht. Das haben wir auch überall gut gespielt. Blau hat die größte Bevölkerung von 43, hast du bitte. Daniel hat das sehr gut verteidigt unten, wie er gedoubled worden ist. Guck mal, wie frech der Litauer da seinen Goldspot nimmt. Quasi direkt vor eurer Nase. Unserer Nase sogar. Ich bin ja auch fast direkt da dran. Ah, das da. Oh, der baut das Ding aber zwischen den beiden Outposts von mir, wo meine Sicht ja. Reichweite nicht mehr hingeht. Ah, da wär Gold gewesen, okay. Hätte ich gar nicht gesehen. Ja, ich habe aber einen Goldspot von mir erst sehr ganz spät in Angriff genommen. Okay. Ja. Ich habe halt viel mit dem Markt gehandelt. Alles gut. Wir hätten vorhin hier jetzt vom Blau noch richtig viel Gold nehmen können. Der hat hier unten noch das komplette Second Gold. Ja. Und bei dir vor der Basis sind auch noch zwei Second Golds. Das sind wahrscheinlich deine sogar. Ja, ich habe zwei Stück nur gemacht und sie ist am Ende auch. Ich habe dann, als ich bei Grün reingegangen bin, habe ich glaube ich letzten 2-4 Minuten im Game gar keine Epo mehr gemacht. Zu Hause habe ich komplett vergessen. Ding steht da so viele. Mm. Guck mal, selbst Grün ist schon ausgewandert. Ja. Die waren halt auch eco-mäßig deutlich behind wahrscheinlich, weil. Ach ne, davon hat er so ein drittes TC. Ich dachte schon, der wäre auf 2 TCs der Litauer. Können die Shrivamsha-Reiter? Die kenne ich nicht. Die sind deutschen Pfeile. Also, genau, das heißt, sie haben so einen Balken und du brauchst 6 oder 7 Pfeile, dass du den wegmachst oder Projektile und erst dann nehmen Schaden durch Projektile. Und sie sind verdammt schnell. Das ist die schnellste Unit. Und sie sind sehr schnell, ja. Ah. Sie sind extrem gut zum Raiden, weil sie eben relativ viel Fire aushalten, bevor sie überhaupt Schaden kriegen und dann halt dann geht der Balken wieder relativ schnell rauf, teilweise. Ja. Über einen Kamelspeer, der hat im Feudal schon Camels. Genau, ja. Der Gojira hat einen Kamel zum Start. Was extrem unangenehm ist, wenn es dagegen Scout spielen muss, weil ab Feudal hat er Bonus-Damage gegen Scouts und kann alleine 2 Scouts oder 3 umbringen oder sowas. Ja. Was sehr unangenehm ist. Ich hasse es gegen Gojira Scouts zum Spielen. Ja, das ist wirklich unangenehm. Das ist nicht lustig. Aber der Grüne hat halt auch den. Er gebaut hat und beide zugewollt hat, dann wieder mit Stellen. Grün hat halt auch den Blauen sterben lassen in Fuelage. Der kam erst, als es eigentlich schon zu spät war. Ich weiß nicht, wie viele Bits Blau bis dahin schon verloren hat. Ungünstig. War der bei euch drüben oder hat er gepennt? Ich glaube, der war bei uns nicht. So, aber ich bin jetzt weg, Leute. Hat mich gefreut. Jo. Wir hören uns. Jo. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ja, ich bin auch raus. Jupp, ciao. Guten Abend. In diesem Sinne, gute.